1933. Das Jahr, das alles verändert hat, das Deutschland in die Diktatur stürzte, mit Folgen für die ganze Welt. Wie konnte das geschehen? Davon erzählen in dieser Reihe Zeugen, die all das aus der Nähe miterlebt und festgehalten haben. Zeugen wie Stéphane Roussel, eine junge Französin in Berlin. Wie habe ich mich zu Hause gefühlt unter den Deutschen, zu Anfang der 30er Jahre? Erinnert sich Stéphane Roussel. Es war ein Land mit seinen Schattenseiten und Problemen, gewiss. Nicht gerade modern, schon gar nicht in der Politik. Aber es war offen für Ideen und Gäste wie mich. Umso unglaublicher ist die Geschichte, wie all das umkippen konnte über Nacht. Mein Wille ist unerschütterlich, mein Atem aber länger als der Atem meiner Gegner. Dabei scheint sich noch zu Jahresbeginn, nach langer Krise, alles zum Guten zu wenden. Mögen Sie alle so froh und gesund sein wie diese Neugeborenen des Jahres 1933. Wir stehen vor schweren Aufgaben. Nach außen ringen wir um unsere Freiheit und unser Recht, im Innern um Arbeit und Brot. Möge es im neuen Jahr endlich gelingen, einen entscheidenden Wandel herbeizuführen. Das neue Jahr bringt auch für mich vor allem Hoffnung. Die französische Journalistin Stéphane Roussel hat in Aufzeichnungen und Interviews festgehalten, was sie damals erlebt hat, in Berlin, als junge Korrespondentin der Zeitung Le Matin. Anfang 33 haben wir gespürt, die Stimmung dreht, der braune Spuk scheint vorüber. Die nationalsozialistische Partei hatte Stimmen verloren. Die Wirtschaftslage hatte sich verbessert und Hitler und seine Partei ließen, dass es in Deutschland schlecht zuging. Unsere Stunde kommt und ich kann sie erwarten, wenn mir der Himmel eine gute Eigenschaft gegeben hat, dann ist es schon die einer niemals zu erschütternden Beharrlichkeit. In seiner Entourage wird Parteichef Hitler hofiert. Aber seine Gegner haben ihn schon abgeschrieben. Das ist doch der Hitler. Der gewaltige nationalsozialistische Angriff auf den demokratischen Staat ist abgeschlagen, schreibt die Frankfurter Zeitung am Neujahrstag. Und der sozialdemokratische Vorwärts titelt Hitlers Aufstieg und Niedergang. Für mich und meine deutschen Freunde sind das gute Neujahrsbotschaften. Erstmals hat Hitler wieder Wähler verloren. Seine Partei ist fast bankrott und droht am Streit, um den Weg zur Macht zu zerbrechen. Das Satireblatt Simplicissimus schreibt in seiner Neujahrsausgabe: Eins nur lässt sich sicher sagen. Und das freut uns rundherum. Hitlern geht es an den Kragen. Dieses Führers Zeit ist um. Selbst Chefpropagandist Goebbels notiert zur Jahreswende in sein Tagebuch: Dieses Jahr 1932 war eine einzige Pechsträhne. Man muss es zu Scherben schlagen. Das neue Jahr, sehr böse sieht es aus. Thank you.
Wir fragen uns schon, dürfen wir bald seinen politischen Nachruf schreiben? An Neujahr ist Hitler zu Besuch in München bei seinem Auslandspressechef Ernst Hanfstengel, der ihm, wie üblich, sein Gästebuch vorlegt. Hier. Wie der Gastgeber später berichtet, kommentiert der Parteiführer seinen Eintrag mit den Worten: Dieses Jahr gehört uns. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Hitler ist nicht der Einzige, der sich einiges verspricht von diesem neuen Jahr. Möge Ihr Plan gelingen, Herr von Papen. Der konservative Franz von Papen wird noch Bedeutung bekommen. Vielleicht nicht ganz in seinem Sinn. Es war bei Papen, ich glaube, eine Art Charaktersache, eine Rolle spielen zu wollen. Er hat es sein Leben lang getan. Und manche Leute haben ihn deswegen für unintelligent gehalten. Aber im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess ist es ihm merkwürdigerweise gelungen, seinen Dummkopf vor dem Strick zu retten. Ich kenne mich ganz falsch schuldig. Papen wurde freigesprochen. Für seine Rolle als Wegbereiter Hitlers. Dabei hat Papen, nachdem er Ende 32 selbst als Kanzler gescheitert war, weder Amt noch Hausmacht. Nicht einmal in seiner eigenen katholischen Zentrumspartei. Dafür aber exzellente Kontakte. Der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen sah nun eine Chance, wieder in irgendeiner Weise an der politischen Macht beteiligt zu werden, indem er sich mit Hitler verbündet. Am Morgen des 4. Januar 1933 fährt vor dem Rheinhotel Dresen in Bad Godesberg eine Limousine ab, gefolgt von Journalisten, die in dem Gefährt den Hotelgast Hitler vermuten. Zeitgleich startet hinter dem Hotel ein weiterer Wagen mit zugezogenen Vorhängen in entgegengesetzte Richtung. Das Täuschungsmanöver gelingt zunächst. Unbemerkt gelangt Hitlers Fahrzeug nach Köln. Dort, in der Villa des Bankiers Kurt von Schröder, erwartet ihn schon Ex-Kanzler Franz von Papen. Papen hat es gewagt. Er hat Hitler zu einem Gespräch in Köln eingeladen und war davon überzeugt, dass man diese Begegnung in größter Heimlichkeit durchführen könnte. Ohne es zu sagen, dass am Tag darauf die Meldung Hitler und Papen bei Schröder auf der ersten Seite der großen Zeitungen stand. Alles Versteckspiel war vergebens. Jetzt wissen wir, Hitler ist wieder im Rennen. Es ist schon auch in einer gewissen Weise ironisch, dass ausgerechnet in einer solchen Situation, wo die Partei, die so lange an die Macht wollte, gar nicht so stark war und andererseits die wirtschaftliche Situation auf dem Weg der Besserung war, dass ausgerechnet in diesem Moment dann Hitler noch eine Chance erhält. Sein Aufstieg vom Volksredner zur Schlüsselfigur im Kampf um die Macht hat viel mit der Verunsicherung der Deutschen zu tun. Sie haben einen Krieg verloren und viele Krisen durchlebt. Geschickt nutzt Hitlers Partei die Ängste und Vorurteile der Menschen für sich. Mit radikalen Parolen und moderner Propaganda stilisiert sie sich als Sprachrohr derer, die kein Gehör zu finden glauben. Es ist ihr auch gelungen, gewissermaßen mit unterschiedlichen Programmaspekten unterschiedliche soziale Schichten anzusprechen und diesen jenes und jenen dieses zu versprechen. Das alles hat sozusagen durchaus auch eine moderne volksparteiliche Komponente gehabt. Sie war eine junge Partei. Hitler, die Entourage, war immerhin nicht sehr alt. Und vor allem waren auch viele der Wähler. Die SA strahlte Jugendlichkeit aus. Das war das Heer der jungen Arbeitslosen, das sich von dieser jungen Partei auch angezogen fühlen konnte. Nach Bankenkrach und Wirtschaftsflaute
ist die Zahl der Arbeitslosen bis 1933 auf 6, inoffiziell auf mehr als 10 Millionen Menschen angewachsen. Ohne Arbeit fehlt den meisten jede Existenzgrundlage. Armut, Armut, Armut. Das bedeutet, dass man sich höchstens die Volksnahrung leisten konnte, einen billigen Salzhering. Der Salzhering war die allerunterste Stufe, die wir brauchten, um zu überleben. Der Salzhering und dann die Kartoffel. Als die Mutter sagte, hol doch bitte vom Acker eine Feldrübe, damit wir etwas zum Beißen haben, da sträubte sich das Gefieder. Das ist doch Diebstahl. Sagst du, Junge, entweder hungern, sterben oder wir stehlen. Für Arbeitslose gibt es üblicherweise schon nach 6 Wochen keine staatliche Stütze mehr. Es bleibt ihnen nichts anderes als Suppenküchen oder Bettelei. Ich denke mir oft, wie gedemütigt müssen sich diese Menschen fühlen. Gerade die Jungen. Es genügte, den Tiergarten zu durchqueren, um auf den Bänken junge Männer, seltener Mädchen, sitzen zu sehen. Und auf ihren Gesichtern war keine Hoffnung. Sie waren unglücklich und sie waren einsam. Und sie waren böse auf ihre Eltern, die ihnen keine Arbeit bringen konnten. Und sie waren böse auf den Staat. Und das waren gefundene Opfer für die Nationalsozialisten. Die prangen an, wer für sie schuld an allem Übel sei. Die Demokratie, die Juden, die Republik. Auch am verlorenen Weltkrieg und am vielgeschmähten Frieden von Versailles. Ich habe oft das Gefühl, dass Deutschland aus dieser unklaren Niederlage sich davon niemals erholt hat. Ich hatte oft das Gefühl, hier ist ein krankes Volk. Und dieses kranke Volk findet nun einen Wunderarzt. Einen Mann, der sagt, ich mache aus euch ein Volk, das Erfolg hat. Hitler ist ganz sicher der populärste Krisengewinner. Aber auch von links wird die Republik zunehmend attackiert. Da ihre Koalitionen sehr zerbrechlich sind, tobt um uns herum fast pausenlos Wahlkampf. Durchaus im Wortsinn. Beinahe täglich gibt es irgendwo blutigen Krawall. Die Republik von Weimar wirkt hilflos. Vermag nicht für Ordnung zu sorgen. Und davon wiederum zehren die Feinde der Demokratie. Wir haben ein Ziel uns gewählt und Verfechter des Fanates rücksichtslos bis ins Grab hinein. Nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Von 1928 bis Mitte 32 vervierzehnfacht die NSDAP ihr Wahlergebnis. Man muss eindeutig sagen, ohne die immer weiter zunehmende Unterstützung des Wählers wäre Hitler nie zu einem ernsthaften Faktor der deutschen Politik geworden. Erst die Wahlerfolge der NSDAP führten dazu, dass diese Partei in die erste Reihe der Politik aufstieg und dass auch ein Reichspräsident Hindenburg diese Partei nicht mehr ignorieren konnte. Hindenburg hat an der nationalsozialistischen Massenbewegung, der stärksten politischen Kraft in Deutschland, geschätzt, dass sie imstande war, die politischen Massen hinter sich zu bringen, die Arbeiter sozusagen in die nationale Volksgemeinschaft zurückzuführen. Während die Wahlerfolge der Extremisten im Reichstag die Republik Treue Fraktion aus Sozialdemokraten, Liberalen und Katholiken zur Minderheit dezimieren. Eingekeilt von Nationalsozialisten, Deutschnationalen und Kommunisten. Ein Grundproblem der Weimarer Republik bestand darin, wie geht man mit einem Parlament um, in dem sich die Todfeinde des Parlamentarismus versammeln und sogar eine Mehrheit ausmachen.
Und weil sich das Parlament selbst blockiert, lenkt zunehmend Reichspräsident Paul von Hindenburg mit Notverordnungen den Staat. Die Verfassung gibt ihm dazu die Macht und eine starke Stellung. Dabei verdankt Hindenburg sein Amt gerade den Verfassungsfreunden. Viele von ihnen haben ihn 32 gewählt, um den Gegenkandidaten Hitler zu verhindern. Dass der Präsident somit auf Stimmen von Demokraten angewiesen war, hat er ihnen, glaube ich, nie verziehen. Hindenburgs Vorstellung lief darauf hinaus, das Parlament auszuschalten. Parteien und damit auch das Parlament waren für Hindenburg tendenziell Störenfriede dieser sozusagen vorgesehenen nationalen Harmonie. Wir müssen einig sein in Liebe und Treue unseres teuren Vaterlandes zu gedenken. Wir müssen einig sein. Der 85-Jährige ist in der Republik nie ganz angekommen. Auf seinem Gutshof, nahe legendärer Kriegsschauplätze, da fühlt sich der Weltkriegsveteran zu Hause. Auch in seinem Denken bleibt er dem Kaiserreich verhaftet. So erwählt er Ende 32 einen General, Kurt von Schleicher, zum Reichskanzler seiner Gnade und Vollmacht. Leuchtendes Vorbild, dafür bleibt uns allen unser hochverehrter Herr Generalfeldmarschall und Reichspräsident. Doch hinter sich hat Schleicher nur die Reichswehr und eine Minderheit im Reichstag. Deutschland war damals ein Land, das in seine Regierung kein Vertrauen hat. Eine Regierung, die, ich will mal mich gemäßigt ausdrücken, eine schlampige Regierung war. Für die Demokratie keine gute Reklame. Nicht als Parteimann, sondern als Deutscher bin ich seinem Rufe gefolgt. Franz von Papen selbst hat das Kanzleramt Ende 32 an Schleicher abtreten müssen, weil es ihm an Rückhalt fehlte. Uns ist daher klar, warum Papen Hitler in Köln trifft. Um gemeinsam mit ihm seinen Nachfolger wieder zu verdrängen. Aus Goebbels Tagebuch. Hitler berichtet mir, Papen scharf gegen Schleicher, will ihn stürzen. Hat noch das Ohr des Alten. Bravo, da können wir ihn gebrauchen. Hitler will sich von niemandem einspannen lassen. Er will die ganze Macht für sich, ganz oder gar nicht. Genau wie in einem kitschigen Kinofilm, den Hitler sich in jenen Tagen gleich mehrmals ansieht. Alles oder nichts. Dieses Motto hat ihn bis dahin auch von jeder Koalitionsbildung abgehalten. Wir dürfen nicht nachgeben. Wir alle waren bisher in einem großen Irrtum befangen und haben nur für die Freiheit unseres kleinen Berglandes gekämpft. Ich verstehe dich, aber ich kann die Führung eines neuen Aufstandes nicht auf mein Gewissen nehmen. Aber ich nehm's auf mein Gewissen. Theatralik und Inszenierung schätzt Hitler über alles. Er gibt gerne den Heilsbringer, der als Retter über Deutschland schwebt. Mitte Januar 33 findet er dafür eine passende Bühne. Nicht groß, aber wirkungsvoll. Es geht nur um unbedeutende Landtagswahlen in Lippe-Detmold, dem kleinsten deutschen Flächenstaat. Aber der Wahlkampf um das Hermannsland soll Wellen schlagen bis nach Berlin. Aufgezogen wie eine Entscheidungsschlacht. Mit vielen LKWs wurden SA-Leute aus dem Ruhrgebiet angekarrt. Und das ging da schon ziemlich wüst her. Und die spannten dann auch von ihren Mützen den Sturmriemen unter, wenn es dann irgendwie zu Schlägereien kam. Und wir hörten dann auch, dass Saalschlachten stattfanden und dass einige Gastwirte ihre Säle ungern zur Verfügung stellten, weil das Mobiliar zertrümmert wurde. Ne? Der Wahlkampf wurde also auch muskulär geführt, kann man sagen. Ne? In 11 Tagen hat allein Hitler 17 Auftritte in Kleinstädten und Dörfern des Lipper Landes.
unser deutsches Volk, unser Vaterland. Und die Welt soll wissen, dass die ganze Nation gerade steht. Hitler ist es gelungen, in seinen unzähligen Reden die Hoffnung zu geben. Es ist ihm gelungen, die Sprache zu finden, die am Platz ist. Er spricht es zu den Deutschen herunter. Er stellt sich an ihre Seite. Diese Selbstdarstellung zeigt Wirkung. Bei der Wahl zum Parlament von Lippe, kaum größer als mancher Kreistag, gewinnt die NSDAP gegenüber dem Vorjahr 40.000 Stimmen. Mit 9 Sitzen hält sie die Mehrheit. Das eigentliche Signal aber lautet, Hitler ist wieder da. Seit diesem Sieg hat Hitler mit Vehemenz darauf bestanden, dass nur er als Reichskanzler in Frage komme und die anderen sich mit anderen Ministerposten begnügen mussten. Aber die Führung sollte bei ihm liegen. Das war der psychologische Effekt der Wahl in Lippe-Detmold Mitte Januar 1933. Ihr neues Selbstbewusstsein demonstriert die Partei in der Hauptstadt. Nach einer Feierstunde für ihren angeblichen Märtyrer Horst Wessel zieht sie am 22. Januar, beschützt von 15.000 Polizisten, provokativ vor das Hauptquartier der Kommunisten. Und die Republik räumt ihr für diese Machtprobe auch noch die Straße frei. Mit Polizeigewalt. Lasst die kleinen Perlen tanzen, lasst uns froh die Gläser füllen. Und wenn es ein bisschen knallt, dürfen sie nicht gleich erschrecken. Die Villa des Sektvertreters und Hitler-Vertrauten Joachim von Ribbentrop ist diskreter Schauplatz für die nächste Verhandlungsrunde, die Franz von Papen mit Hitler vereinbart hat. Zur gleichen Zeit trifft sich am Abend des 22. Januar in der Staatsoper unter den Linden die Berliner Gesellschaft zur Aufführung eines Wagner-Werks. Unter den Operngästen sind auch Hindenburgs Sohn Oskar und der Chef der Präsidialkanzlei Otto Meissner. Auf diese Weise verschaffen sie sich ein Alibi. Nachdem sie sich ausgiebig gezeigt haben, schleichen die beiden Vertrauten des Präsidenten nach dem ersten Akt unbemerkt durch den Hinterausgang ins Freie. Ziel ihrer nächtlichen Geheimtour ist Berlin-Dahlem, wo sie in Ribbentrops Villa bereits erwartet werden. Das Versteckspiel, das vor allem uns Journalisten gilt, hat durchaus einen triftigen Grund. Immerhin zielen Papens Gespräche auf den Sturz der amtierenden Regierung. Und dafür treffen sich Berater des Präsidenten, sogar Hindenburgs Sohn Oskar, erstmals direkt mit Hitler. Es ging nicht darum, Hitler an die Macht zu bringen. Die Annahme war, dass dieser Mann zwar die nationalen Massen repräsentierte und insofern ganz hilfreich sein konnte für die alten Eliten, aber das Sagen wollten die wilhelminisch geprägten ehemaligen Herrschaftsschichten des Kaiserreichs wieder für sich gewinnen. Der junge Hindenburg sei ein seltenes Abbild von Doofheit, hat Hitler damals gelästert. Und doch glauben die meisten, dass Oskar bei seinem Vater nun für Hitler wirbt. Lange Zeit hat man behauptet, Hindenburg sei Wachs in den Händen seiner Umgebung gewesen. Aber dieser Mann war körperlich und geistig im Vollbesitz seiner Kräfte. Es ist schlichtweg undenkbar, dass Hindenburg ausgerechnet in einer so wichtigen Frage wie der Entscheidung darüber, wer Kanzler sein würde, das Heft des Handelns sich aus der Hand hätte nehmen lassen. Da hat er sich von niemandem hineinreden lassen.
Einer hat für Hindenburg nun jedenfalls ausgedient. Sein eigener Regierungschef. Am 28. Januar tritt Kanzler Kurt von Schleicher zurück. Sein Präsident hat ihm den Rückhalt entzogen. Das ist eine Meldung, die uns durchaus melancholisch stimmt. Nun ist die Hoffnung dahin, dass die Regierung noch durchhält. Jetzt, dass sich die Wirtschaft erholt und den Extremisten damit den Boden entzieht. Im Zentrum der Macht ist Franz von Papen umso emsiger bemüht, ein Nachfolgekabinett zu schmieden. Hindenburg will alle national gesinnten Parteien an einem Tisch versammelt sehen. Schlüsselfigur ist dabei der mächtige Medienmogul Alfred von Hugenberg, Parteichef der Deutschnationalen und Feindbild der Linken. Viele haben im Januar 1933 in einer sogenannten reaktionären Kampfregierung Papen-Hugenberg die allergrößte Gefahr gesehen. Das hätte in der Tat über 90% der Gesellschaft gegen sich gehabt. Das hätte Verfassungsbruch und Bürgerkrieg bedeutet. Eine Regierung Hitler mit parlamentarischer Mehrheit erschien demgegenüber zwar auch als hochgefährlich, aber nicht als so brisant wie eine verfassungsbrechende Regierung Papen-Hugenberg. Also Hitler wurde von allen unterschätzt, auch von denen, die ihn von der Macht fernhalten wollten. Hitlers Parteisoldaten werden eher zur Zielscheibe von Hohn und Spott. Ein Wahlwerbefilm der SPD von 1931. Viele Linke halten die Nationalsozialisten schlicht für Handlanger des Großkapitals. Die Vorstellung, dass Hitler ein Werkzeug der Großindustrie war, die ihn an die Macht finanziert habe, ist nicht zu halten. Vor allem der amerikanische Historiker Henry A. Turner hat gezeigt, dass die Finanzmittel der Nationalsozialisten zum allergrößten Teil aus den Beiträgen der sehr disziplinierten Parteigenossen, insbesondere den wohlhabenderen und den mittelständischen Schichten der Partei kam. Ich versichere euch, ehe noch 2 oder 3 Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. So waren wir das. Legenden verbreitet auch das Gegenlager. Dieser deutschnationale Wahlfilm beschwört einen drohenden Aufstand der Kommunisten. Im Bürgertum herrschte eine grassierende Angst vor der Roten Revolution, vor dem Bürgerkrieg, vor einer Sowjetisierung Deutschlands. Und das half Hitler ganz ungemein, trotz des Rückgangs seiner Wählerstimmen, Verbündete zu finden. Um sein Vorhaben zu retten, ringt Papen sich dazu durch, Hitler den Vortritt ins Kanzleramt zu lassen. Er setzt nun darauf, als Vizekanzler zusammen mit einer Riege konservativer Minister den Volkstribun schon in Schach halten zu können. In 2 Monaten haben wir ihn in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Man glaubte ja auch, wie Papen gesagt hat, sich ihn engagieren zu können. Also Hitler war nicht unvermeidlich, aber Hitler war in dieser spezifischen Situation gewollt. Gewollt von den alten Eliten, die in einer gewissen Weise am Ende ihres Lateins waren, die aber wussten, was sie wollten, nämlich einen Umbau der Weimarer Demokratie in einen autoritären Staat. Wir wollen es immer noch nicht wahrhaben. Das drohende Unheil über der Weltstadt, die für uns damals die Welt bedeutet. Berlin war damals wie eine Art New York in Europa, viel weniger geschlossen als Paris. Die Türen in Berlin
stehen weit offen für einen Ausländer. Und dieses Berlin, das meine Freunde und ich sehr geliebt haben, war im Begriff, nicht mehr zu existieren. Der 30. Januar 1933 beginnt mit einem Wettlauf um die Loyalität der Armee. An jenem Morgen war die Stimmung in Berlin unter Hochspannung, denn es gingen Putschgerüchte um. Man ging davon aus, Schleicher und Hammerstein wollen mit der Reichswehr einen Putsch machen, um die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler zu verhindern. Dem Nachtzug aus Genf entsteigt der einflussreiche Reichswehrgeneral Werner von Blomberg, von Hindenburg eigens zurückbeordert. Nach dem Dienstweg müsste er sich zunächst bei seinem Vorgesetzten Heereschef Hammerstein melden. Als Blomberg am Anhalter Bahnhof in Berlin ankam, erwartete ihn bereits der Adjutant der Reichswehr, der den Auftrag hatte, ihn zu Hammerstein zu bringen, damit man erst mal sehen konnte, was ist mit Blomberg, wie kann man ihn jetzt einordnen. Tatsächlich wartete aber ein zweiter auf ihn, nämlich Oskar von Hindenburg, Adjutant und Sohn Hindenburgs. Blomberg zögerte natürlich nicht lange und ging mit Hindenburgs Adjutant Oskar, denn Hindenburg war bekanntermaßen der Reichspräsident und da gab es keinen Dienstweg über Hammerstein. Erst jetzt erfährt Blomberg, wofür man ihn rufen ließ. Um die Reichswehr loyal an die künftige Regierung zu binden, vereidigt Hindenburg ihn als Mann seines Vertrauens vorzeitig zum neuen Wehrminister. In der winterkalten Stadt verspüre ich an diesem Morgen eine geradezu aufreizende Lähmung. Schleicher plant einen Putsch, hat es noch in der Nacht geheißen. Hindenburg sei unter Hausarrest. Hitler abgereist, Papen neuer Kanzler. Uns bleiben nur Gerüchte. Wir wussten irgendwie, dass Hitler früh aufgestanden war, was eine besonders wichtige Nachricht war, denn Hitler war ein Langschläfer und es war für seine Angestellten nicht immer leicht, ihn aus dem Bett herauszubekommen. Gegen 22:30 Uhr verlässt Hitler sein Domizil im Hotel Kaiserhof. Der kurze Dienstweg führt zu Papens Wohnsitz hinter dem Präsidentenpalais, wo die Kabinettskandidaten erstmals erfahren, dass Hitler ihr neuer Chef wird. Damit droht in letzter Minute der ganze Plan zu platzen. Erst als Hindenburg zur Vereidigung drängt, beugen sich auch Widerstrebende wie Hugenberg der höheren Gewalt. Dieser Morgen lässt sich für mich wie ein gewöhnlicher Bürotag an. Bis zu jenem Anruf der Presseagentur. Ich habe das Gefühl, schlecht gehört zu haben und sagte, können Sie es wiederholen? Ja, ja, Reichskanzler Adolf Hitler. Und da muss ich zugeben, wie sehr viele meiner Freunde, Kollegen, Politiker, ich hatte nicht daran geglaubt. In Hitlers neuem Kabinett sind neben ihm nur zwei Nationalsozialisten, Göring und Frick. Alle anderen Minister sind konservativ. Viele halten den Agitator daher für gebändigt. Nur dem neuen Wirtschaftsminister Hugenberg dämmert allmählich die Tragweite der Entscheidung. Ich habe die größte Dummheit meines Lebens gemacht, gesteht er einem Vertrauten. Ich habe mich mit dem größten Demagogen der Weltgeschichte verbündet. Hitler ist auf einem formal verfassungsmäßigen Weg an die Macht gekommen. Sich gegen diese Aktion des Reichspräsidenten zu stellen, hieße, den Weg der Illegalität zu gehen. Man muss sich vor Augen halten, dass diejenigen Kräfte, die Hindenburg 1932 noch gewählt hatten, politisch jetzt ausgegrenzt waren. Die Tatsache, dass Hindenburg diesen Akt besiegelt hatte, hat sie entwaffnet und wehrlos gemacht.
Hitler muss die Macht nur ergreifen, die Hindenburg ihm aus freien Stücken anträgt. Goebbels notiert ins Tagebuch: Hitler ist Reichskanzler. Wie im Märchen. Jahrzehnte später erinnern sich Zeitgenossen höchst unterschiedlich an die Reaktionen. Die Nachricht haben wir erfahren, dass der Hindenburg wieder einen neuen Kanzlerwechsel vorgenommen hat. Und dieses Prinzip des ewigen Wechsels hat uns stupide gemacht, hat uns stumpf gemacht. Man hatte doch wohl die Hoffnung und auch den Glauben daran, dass er schaffen könnte, Deutschland wieder als seine Misere herauszuführen. Man hoffte damals auf die Reichswehr. Denn die Reichswehr wird nicht zulassen, dass die eine Hälfte des Volkes die andere unterdrückt und verfolgt. Leider war bei sozialdemokratischer Leitung auch die Meinung, vier Wochen, nächste Mal haben wir wieder abgewählt. Und das war ein böser Irrtum, denn wir standen so gut wie kampfbereit. Das Einzige, was damals bei uns so ein bisschen tröstend im Raum stand, war die Figur Hindenburgs. Wir haben uns damals immer noch an diesen Helden des Ersten Weltkrieges geklammert, in der Hoffnung, dass da Schlimmstes abgehalten wurde. Was dieser Tag wirklich bedeutet, lässt sich erst am Abend ermessen. In der Wilhelmstraße kommt mir auch schon ein kleiner Zug von Menschen entgegen. Einige von ihnen haben Zeit gefunden, ein braunes Hemd anzuziehen. Ja, ich habe jetzt beinahe das Gefühl, dass dieses braune Hemd schon da lag und auf die Ernennung von Hitler wartete. Auch in meinem Freundeskreis. Berlin ist an diesem Winterabend in einer regelrechten Volksfeststimmung. Dann kam der Fackelzug. Die marschierten, also das ewige dauert, immer wieder neue Massen marschierten da vorbei und alles jubelte. Ich saß bei meinem Vater oben auf der Schulter und hatte den Logenblick. Und dann kam Hitler ans Fenster der Reichskanzlei und hat sich da gezeigt, hat er gestanden und die Menschen haben gebrüllt. Und mein Vater hat gesagt, behalte diesen Tag gut in deiner Erinnerung, denn ab heute wird alles anders. Ich überlege mir, wie mag der Fackelzug vom Fenster aus gesehen sein. Vielleicht wie ein großer roter Teppich, der vor ihm aufgerollt ist. Wir sehen die Fackeln von unten. Und ich habe nicht das Gefühl von einem Teppich. Ich habe beinahe das Gefühl, dass die Fackeln den nächtlichen Himmel durchlöchern. Eine Art Aggression. Plötzlich merkte ich, dass ich zitterte. Es war gar nicht die Kälte, es war die Angst. In einer einzigen Nacht ist die Weimarer Republik so weggegangen, wie sie gelebt hat, auf Zehenspitzen. Der Reichspräsident, der an diesem Abend viel Beifall bekommt, wirkt sichtlich zufrieden mit sich und der Welt. Er wird sich Hitler nicht in den Weg stellen. Und das Fußvolk der Partei zieht schon tags darauf in SA-Uniform gegen politische Gegner zu Felde, die verhaftet, verprügelt, gefoltert werden. Mit freundlicher Unterstützung durch die Polizei in Preußen, die nun Hermann Göring untersteht.
Ein Gast der Partei aus England hält in einem der ersten Konzentrationslager Drill und Schikane fürs Heimkino fest. Hier die seltenen Aufnahmen des unbekannten Amateurfilmers. Es durfte nichts mehr in den Zeitungen erscheinen. Es wurden sehr viele Selbstmorde begangen. Es gab Menschen, die getötet wurden, Verbrechen, die begangen wurden. Und wenn das nicht in ihrer genauen Nachbarschaft war, wussten sie nichts davon. Gerade 4 Tage im Amt entwirft Hitler in der Dienstwohnung von Heereschef Hammerstein vor Generälen der Reichswehr bereits sein künftiges Eroberungsprogramm. Erst müsse der Marxismus ausgerottet werden, referiert er. Dann sei das deutsche Heer bereit zur Ausweitung des Lebensraumes im Osten. Es ist die Ankündigung des Vernichtungskriegs in einer Frist von 6 bis 8 Jahren. Öffentlich tritt der Kanzler auf wie ein Wolf, der Kreide gefressen hat. Das hat damals einige erleichtert, die gehofft haben, dass die Würde des Amtes ihn schon maßvoll stimmen werde. Viele sind jetzt in Aufbruchsstimmung. Es gilt rechtzeitig, auf die Seite des Siegers zu wechseln. Am 10. Februar hält er im Sportpalast seine Antrittsrede. Und so wie diese Bewegung heute die Führung des Deutschen Reiches überantwortet bekommen hat, so werden wir einst dieses deutsche Reich führen wieder zur Größe unseres deutschen Volkes. 2 Worte, die mir nicht aus dem Kopf gehen wollten. Hitler mobilisiert. Er war im Begriff, Menschen zu Maschinen zu machen. Menschen, die aufgehört haben, als Menschen zu reagieren. Instrumente, mit denen man eine Menge konnte. Jubeln, Krieg führen, Menschen töten. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Maschinen können viel. Und dann geschieht etwas, das über Nacht alles verändert. Am 27. Februar steht der Reichstag in Flammen. Ich treffe dort niemanden, der glaubt, dass ein Mensch allein diesen Riesenbau anzünden kann. Auf mich wirkt das Feuer wie ein Fanal dessen, was noch kommen mag.